Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Trade the World. Wir haben alle Gleise umgestellt und ich muss noch dazu sagen, wir sind im zweiten Szenario Part 2 aktuell, ne? Für die jetzt hier einfach mal neu einschalten, so eine kleine Information. Meine Maus ist gerade auf DPI over 100.000. Theoretisch können wir das Ganze ein gutes Stück auf Vorwärts stellen. Schmeißen hier die Bremse auf Lösen. Das sollte alles aus sein. Und geben mal einen Buschen Schub auf die Rakete. Jawohl, da fahren wir los. So, und hoppeln jetzt hier mal über die Gleise, beziehungsweise über die Weichen. Und schauen mal, ob wir da ankommen, wo wir hinwollen. Ob wir alle Weichen richtig gestellt haben. Wenn ihr sehen wollt, wie die Weichen, guckt doch einfach die erste Folge. So. Okay, ich bin auch gespannt, ob ihr mir was in die Kommentare geschrieben habt zu den Weichen. Das konnte ich leider noch nicht sehen, weil ich die Folge jetzt direkt im Anschluss aufgenommen habe. Und naja, schauen wir einfach mal. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir müssen jetzt hier gerade durch und dann die nächste rechts rein. Und dann direkt nochmal rechts. War das so? Wir schauen mal. So, es sieht auf jeden Fall aktuell schon mal ganz gut aus, das Ganze. So, jetzt einmal rum. Jetzt theoretisch nicht geradeaus. Aber jetzt links, das wäre geil. So, schauen wir die 2 rein. Dann können wir hier geschmeidig rollen lassen. Geht leicht bergauf. Wups. Sehr gut. Also, alle Weichen richtig gestellt. Das heißt, alles richtig gemacht. Super. Jetzt können wir nämlich hier nach vorne fahren zu unserem gemischten Güterzug. Den sollen wir nämlich ankuppeln. Aber eben ganz davon. Das sollte der sein, an dem wir jetzt hier gerade rechts vorbeifahren. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. So, sehr gut. Ja. Kontinuierungsbitte. Oh, scheiße, bin ich ans Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Kontinuierungsbitte. So, einen Kilometer? WTF, wie lang ist denn der Güterzug? Mit einer Lok? Ich glaube aber, wir sollen auch nur ankurbeln. Ich glaube, wir sollen nirgendwo hinfahren. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch eine Lok, die wir ankuppeln sollen. Müssen wir aber mal schauen. Ich glaube es jedenfalls. So. Können wir ruhig mal noch ein bisschen Gas geben. Wir haben eine zulässige Geschwindigkeit von 24 km/h auf dem Gleis. Da müssen wir hier nicht so rumeiern. So. Das sieht nämlich echt ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, ob der ein Tempomat hat hier. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, PTT, bin ich mir auch nicht so sicher, was das heißt. Ich glaube, das ist das, nicht das Radio, das Funkgerät. Aber, wegen Benutzen hinher, weiß ich leider auch nicht. Ich hoffe, das ist überhaupt der Zug, wenn ich ehrlich bin. Weil hier steht nämlich noch über 900 Meter. So, hier oben haben wir auch eine schöne Meilenanzeige. Ich überlege gerade, ist das vielleicht der... Ne, ist er auch nicht. Das ist unsere Poweranzeige, die Bremsen. Also es wäre ja absurd, ey. Das wäre ja wirklich ein Güterzug von über einem Kilometer Länge. Und da bin ich mir eben aktuell auch nicht so sicher. Kann das ein so eine Lok ziehen? Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Machen wir mal die Instrumentenbeleuchtung an, ne? Sieht ja auch noch ein bisschen schöner aus.
Okay. Timmy, gib Gimme! Oh, da sind wir ein bisschen schnell. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir irgendwo hier auf das vordere Gleis kommen. Das ist tatsächlich der rechte Zug hier, ja. Das passt schon. Wir müssen jetzt irgendwie nochmal das Gleis switchen. Und zwar eins nach rechts. Das sollte aber, wenn mich nicht alles täuscht, da vorne möglich sein. So, und dann sollten wir problemlos anhängen können. Sehr gut, sehr gut. Da sitzt übrigens der Manus da. Seht ihr das? Der mit dem weißen Helm, das bin ich. Das ist schon mega cool, wie das hier alles aussieht. So, da soll man... Ach, da sind schon Loks dran. Alles klar. Okay, die sollen nur noch zusätzlich dran. Wie viele haben wir denn jetzt aktuell dran? Zwei Stück. Drei Stück sind schon dran. Alter Vater. Drei Stück sind schon dran und wir sollen quasi noch eine vierte anhängen. Okay, ihr seht es vielleicht. Ganz da vorne können wir... Oh, fuck. Ist das jetzt richtig? Ich hoffe mal, dass das Gleis richtig gestellt ist. Ist es. Das ist auch richtig. Wir kommen hier aber nicht rüber, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist falsch. Shit. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es falsch ist. Kleinen Moment. Wir werden jetzt geradeaus gefahren. Aber wir wollen nicht geradeaus, sondern... Das ist für den. Scheiße, wo ist denn hier der Dings? Moment. Okay, wir wollen nach rechts rüber. Das heißt, wir müssen ein Stück zurücksetzen. Okay, kein Problem. Das ist kein Problem. Dann einmal die Bremse wieder lösen. Oh, Leistungsregler 1 reicht da vollkommen. So, und das sollte auch reichen. Ja, passt. So, dann können wir auf das Gleis hier rüber. Müssen wir mal ganz kurz schauen, ob das hier vorne passt. Natürlich nicht. So. So, und das müssen wir dann wieder umstellen. Dann müssten wir eigentlich, wenn wir zurückstoßen, hier auf den richtigen Gleis sein. Also wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, war es ja das Gleis direkt neben uns, ne? Das müsste meiner Meinung nach, müsste das... Warte mal. Wir können da jetzt schon zurück. Moment. Manus hat Fehler entdeckt. Okay, alles klar. Theoretisch können wir jetzt schon zurück. Ich weiß jetzt gar nicht. Hätten wir... Ach so. Okay, Moment. Jetzt zurückstoßen. Dann fahren wir hier rum. Und da steht unser Zug. Okay, super. Das heißt, einfach nur noch Rückwärtsgang rein und fertig ist. Wunderbar, wunderbar. Da, 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 da. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, wie stehen wir denn hier? Das passt sogar.
super, superior. So. Aber es ist schon, also man muss schon sagen, das Spiel ist schon sehr cool. So, warte mal, diese, ich weiß auch nicht, könnt ihr mir mal verraten, was, upsala, schön wieder hinsetzen, Kollege, was das mit dieser Bremsenentlüftung auf sich hat, das würde mich auch mal noch interessieren. Diese Bremsenentlüftung, was genau hat das damit auf sich? So. Okay, jetzt auf jeden Fall schön sachte machen. Na? Ist schade, dass man sich hier nicht weiter drehen kann, aber es gibt natürlich auch Sinn. Wir machen mal das Fenster ein bisschen auf. So, 10 Meilen aktuell. Reduzieren die Geschwindigkeit mal auf 5 Meilen. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ich glaube, das passt direkt auf Anhieb. Oh, ein Traum, oder? Ist ein Traum. Und, wie sagt man so schön? Touchdown. Zielvorgabe auf Feld. Super, oder? Sehr nice. Schalten Sie alle eingestellten Lichter der Lokomotive aus. Ja, das ist ja gar kein Thema. So, den einmal aus. Das war vorne. Das war hinten. Das war das. Instrumententafel machen wir natürlich auch aus. So, dann natürlich die Lokomotive auf Leerlauf. Automatische Bremse auf volle Leistung. Und ganz ehrlich, wir haben es, Leute. Wir haben es, oder? Wir haben das erste erfüllt. Das erste haben wir, glaube ich, richtig. Ja, super. Einmal frei. So, jetzt sollen wir an Bord steigen einer Lokomotive, die gefahren werden soll. Okay, die laufen, die können dann quasi losfahren. Das passt. Und hier die Lok sollen wir fahren. Das ist ein Zweiergespann. Okay. Oh, das ist was. Das ist 258. Oh, ich glaube, das ist was ganz Dickes. So. Oh, das ist schon die neue. Oder ist das die neue? Das ist, oh, das ist die mit 4400 PS. Oh, verschlucke ich mich gleich. So, ah ja, das ist schon das neue Gerät. Sehr schön, dann warten wir mal auf unsere Instructions. Gerade in Cumberland eingetroffen, müssen diese zur Überholung und zur Neubetankung in die Lokwerkstatt gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Loks zuerst vom Rest des Zugs abkoppeln. Okay. Das heißt, wir sollen die Lok, upsala, vom Zug abkuppeln. Signale vorne schalten wir erstmal auf an. Und dann müssen wir tatsächlich erstmal abkuppeln. Okay. Dazu müssen wir. Muss ich nicht hier erstmal so eine Bremse reinschmeißen? Bin gesperrt. Naja, nö, machen wir das einfach. Abgekuppelt. Sehr schön. Ein Gerät, oder? Alter, das ist ein Apparello, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. So, und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir das Teil sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Stellen Sie Bremse auf Lösen und betätigen Sie zweimal Signalhorn. Achso, da hätte ich natürlich auch was machen können. Lösen. Okay. So. Was haben wir jetzt noch? Darüber müssen wir? Okay, wir müssen darüber in diesen Lokschuppen. Das heißt auch wieder ganz. Warte mal. Macht ganz zurück Sinn. Wir müssen, brauchen erstmal ein anderes Gleis. Wir brauchen erstmal ein freies Gleis. Kommen wir. Auf das Gleis kommen wir. Okay, wir müssen auf. Okay. Auf das Gleis müssen wir. Das ist natürlich Hammer. Na gut. Dann gib ihm, ne? So. Oh Mann, nur rumrangieren hier. Das ist aber auch nicht das Feinste.
So, Leistungsregler. Hupsala, das war der falsche. Vorwärts. Dann schalten wir mal auf die 1, würde ich behaupten. So, haben wir ansonsten alles? Alter Schwede, ein Gerät. So, dann fahren wir... Okay, dann fahren wir jetzt hier vor. Ich kann halt eben diese Signale leider immer noch nicht lesen. Ich bin zu blöd dazu. Ich muss schon sagen, die automatische Bremse reagiert sehr zeitverzögert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir kommen hier und würden quasi... Das ist nämlich falsch. Okay, es muss quasi grün sein, wenn wir auf ein anderes drauf fahren. Da muss es grün sein. Genau, muss es nämlich hier auch grün sein. So. Wenn wir auf 1 drauf fahren, brauchen wir quasi das Grüne. Das wäre geradeaus, wollen wir aber nicht. Wir wollen, genau, passt. Okay, ich glaube, ich verstehe das langsam mit dem Signalen. Obwohl ich mir ehrlich gesagt trotzdem noch nicht so sicher bin. Wir fahren bis hier vor. Wollen hier geradeaus drauf aufs Gleis. Und dann abbiegen. Das heißt, die müssen wir dann umstellen. Okay. Passt. Okay, das passt auf jeden Fall schon mal. Ich mache das immer ganz gerne vorher. Und gehe die Gleise einfach mal schon so ein bisschen ab. Weil ich nicht will... weil ich nicht alle 10 Meter anhalten will. Ne? Das ist natürlich auch nicht so geil. Man könnte mit der Lok immer wieder anfahren und anhalten, anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Aber irgendwie fetzt das auch nicht, glaube ich. Das passt. Die Weiche. Und dann sind wir schon hier drüben, wo wir hinwollen. Das ist ja super. Grün heißt geradeaus durch. Das passt auch. Einmal frei. Auf geht's. Ups. So. Rein in den Schuppen und auf geht's. Lösen. Das sollte es losgehen, würde ich behaupten, oder? Sieht gut aus. Müssen wir mal schauen, ob die Amperezahl runtergeht. Die muss wieder runtergehen. Also die Leistung muss quasi wieder zurückgehen. Ansonsten, wenn die Geschwindigkeit quasi im ersten Gang oder in der ersten Leistungsstufe erreicht ist, muss die Amperezahl wieder runtergehen. Ansonsten ist irgendeine Bremse betätigt oder irgendwas stimmt nicht. Ne? Aber das sieht gut aus hier. Das sieht wirklich gut aus. Gut, wir fahren jetzt geradeaus durch bis da hinten zu der Weiche. Die werden wir umstellen und dann zurücksetzen. Genauso machen wir es. Die Frage ist, könnten wir jetzt einfach da vorne die Lok, könnten wir dann einfach vorne einstecken zum Zurücksetzen? Ich meine, die sind ja miteinander gekoppelt. Theoretisch müssten die, meines Erachtens, also guck mal, hier sind beide auf grün, das heißt, wir fahren geradeaus durch. Ich glaube, das ist schon gut. Ja, also das kann man sich doch schon ganz gut merken eigentlich. Und sehe ich rot, biege ich ab. Okay, alles klar. Kein Ding. Okay, dann können wir aber hier die Bremse reinschmeißen. Und können quasi erstmal anhalten. So, jetzt machen wir aber mal Folgendes. Die Bremse ist drin. Die lösen wir. Die lösen wir. Schalten den auf neutral. So sieht's aus. So, stellen uns erstmal unsere Weiche um, die wir brauchen. Das wäre die zweite, die hinterste. Diese da. Ja. Perfekt. Dann steigen wir hier vorne in den ein und schauen, ob wir auch so rumfahren könnten. Theoretisch problemlos möglich.
müssen wir mal was anderes gucken. Ne, hinten können wir auslassen, glaube ich. Upsala. Rückwärts. Fuck. Was ist denn Leistung aufrüsten? Das verstehe ich nicht, okay. Okay, geht los. Sieht gut aus. Und jetzt können wir auf jeden Fall in die Leistungsstufe 2 gehen und können definitiv etwas schneller fahren. 24 km/h dürfen wir hier. Die Weichen haben wir eigentlich alle gestellt, wie wir sie brauchen. Das heißt, wir biegen einmal hier ab. Jetzt sollten wir... Ne, alle haben wir noch nicht gestellt. Jetzt sollten wir aber hier nochmal abbiegen. Hier biegen wir auch ab. Die steht auch auf Rot. Das heißt, auf der biegen wir auch ab. So. Und dann sind wir schon mal rechts drüben, was eigentlich ganz gut aussieht. Und die hier steht auf grün, das heißt, bei der fahren wir geradeaus durch. Wunderbar. Es ist ein Traum. Also so langsam, wenn man das anfängt zu verstehen, auch mit diesen ganzen weichen Grimmskrams und das alles, also da muss man schon sagen, macht das schon wirklich sehr, sehr viel Fehlt. Hier haben wir auch übrigens den Bremsdruck, ne, oder die Druckluft. Ich sage, wir fahren geradeaus durch. Und was machen wir? Wir fahren geradeaus durch. Das ist ein Traum, oder? So. Dann geben wir mal ein bisschen Gummi. Jetzt müssen wir nämlich mal schauen, dass wir darüber in das Wartungslager kommen. Aber das sieht ganz, aber so wie wir fahren, sieht es wirklich ganz gut aus. Ey, hier ist 45 Minuten angesetzt, jetzt mal ohne Mist. 45 Minuten. Da musst du dich aber schon auskennen. Also da kann mir sagen, was du willst, aber da musst du dich echt auskennen. Da drüben auf das Wartungsgleis müssen wir. Da drüben in die Wartungshalle müssen wir rein. Das heißt, wir müssen hier vorne irgendwann mal abbiegen. Das kriegen wir aber hin, das ist kein Problem. Und müssen dann hier zurückfahren. Da kommen wir auf das. Da steht ein Zug. Kommen wir von der anderen Seite rein? Ja, wir kommen auch von der anderen Seite rein. Super. Okay. Das passt ja. Wie ist das jetzt hier? Ich sehe jetzt rot. Das heißt für mich... Wartet mal. Okay. So, jetzt müssten wir... Ha! Das wird lustig jetzt. Moment, stopp. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz einen Plan machen. Wir müssten jetzt zurück. Okay, da habe ich eine Idee. Krieg mal hin. Dazu müssen wir leider noch minimal nach vorne fahren, dass wir erstmal über diese Weiche hier drüber kommen. Steht die überhaupt richtig? Gut, über die müssen wir drüber.
So. Dann stellen wir die um. Das ist ja ein Wirrwarr hier. Haben wir hier vorne noch eine? Also, ganz ehrlich, so kann man es jetzt machen, wie ich es mache. Ob das richtig ist, naja, will ich mich jetzt mal nicht zu äußern. So, das macht man auch nicht übrigens. Ne, da fällt man durch den Zugführerschein. Was wir jetzt machen ist... Moment. Die steht auf grün. Das heißt eigentlich geradeaus durch. Genau. Und die hier muss auch auf grün. Geradeaus durch. Die steht auch auf grün. Die stellen wir auch auf grün. Das heißt geradeaus durch. Dann fahren wir hier zurück. Müssen die wieder umstellen. Fahren dann hier. Grün, geradeaus durch. Hier biegen wir ab. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, welches Gleis. Geradeaus durch. Tja, welches Gleis? Das ist jetzt die Frage. Das linke oder das rechte? Aber ich glaube, wir können davon nochmal wechseln. Passt also. Okay. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Auf den Rangierbahnhof. Oh, ist das eine Katastrophe, ey. Das ist der Wahnsinn, ey. Also in den Werkstattbahnhof. Jetzt fahren wir quasi... Wir fahren vor über diese Weiche drüber. Stellen dann diese Weiche um. Fahren hier wieder zurück. Stellen die Weiche um und fahren dann hier... Man könnte bestimmt auch dahinter fahren, bin ich mir sicher. Und könnte da hinten irgendwo dann auf... dieses Gleis, das, wo wir hier drauf wollen, da drauf wechseln. Aber, weil wir einmal hier sind, machen wir das eben gleich so. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ich weiß nicht, ob man das so macht. Also, habt ihr jetzt ganz ehrlich, beim Rangieren auch noch nie zugesehen. Also, keine Ahnung. So. Okay. Shit. Bremse lösen. Okay, und auf geht's. So, Bremse ist aus. So, dann drehen wir mal ein bisschen hoch den Laden hier. Aber nicht allzu hoch. Das sollte eigentlich so passen. Wir haben ein bisschen Steigung hier. 0,2% ist aber fast gar nichts. Wir dürfen sowieso nur 16 km/h fahren, also ab hier. Oh Gott, wir müssen uns ein bisschen beeilen hier, ey. So, und jetzt fahren wir hier geradeaus drüber. Wir müssen doch auf das linke. Auf das ganz linke müssen wir. Das ist kein Problem. Rot heißt, dass wir links abbiegen. Grün heißt, dass wir durchfahren. Und damit passt das ja. So. Na, nicht Notfall. So. Okay. Ich fahre mal zu weit. Das ist echt noch so ein Problem von mir. Ach nee, wir sind gar nicht zu weit. Das passt sogar ganz gut. So, die hintere Weiche wieder umstellen. Oh Gott, Leute. Ich muss euch, ganz ehrlich, ich muss euch leider noch eine Folge antun, weil ich glaube, wir haben noch einen Zug. Ich habe vorhin zwei blaue Symbole gesehen, wo wir auswählen konnten, in welchen Zug wir einsteigen können. Und... ich glaube, das ist ja auf jeden Fall das schlimmste Szenario hier bis jetzt, von den zwei Szenarien. So, wir stellen das Ganze mal auf rückwärts. Und ganz wichtig, die müssen wir raus. So, sollten wir warten. Jetzt müssten wir eigentlich losfahren. Genau. Gehen wir ein bisschen Schubrakete hier. Wir müssen ja nur kurz zurücksetzen. Das sollte jetzt eigentlich klappen. Sehr gut. Er fährt genau dahin, wo wir wollen. Hier haben wir das Signal auf
Grün. Man sieht halt leider gar nichts, ne? Okay, sobald wir drüber sind. Ne, hier haben wir es auf Rot. Ich weiß auch nicht, ob ich hier immer die richtige Bremse benutze. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, meine Freunde. Übergang öffnen. Ich will eigentlich runter. Hier. Okay. Und jetzt sollte alles passen. Jetzt müssten wir theoretisch durchfahren können. Bis zur Wartungshalle. So. Geht mir hier mal richtig Feuer. Jetzt eine zweite Leistungsstufe. Theoretisch sollten wir... Moment. Wir haben ein grünes Signal. Das heißt, wir fahren geradeaus. Eine grüne Weiche. Jetzt haben wir eine rote Weiche. Das heißt, wir biegen hier links ab. Dann haben wir wieder eine grüne Weiche. Das heißt, wir fahren geradeaus. Okay, easy. Haben wir verstanden. Das versteht sogar der Manus. Und wenn es der Manus versteht, dann versteht das, glaube ich, jeder. Und ich bin echt der Zugnoob. Also, ohne Mist, ich bin wirklich der Zugnoob. Und hier dieses ganze Weichen. Vielleicht kann sich auch einer dran erinnern, bei Transportfieber. Transportfieber war auch so ein Game, da wusste ich mit dem Weichen auch immer nicht so richtig. Wie, was und so weiter, ne? Schnittelbups. Und naja, sei es drum. Und hier habe ich jetzt mal eine Frage. Auf die Weiche, auf die wir zufahren, ist es egal, wie die steht, oder muss man da auch drauf achten? Wenn man jetzt von dieser Seite kommt, wisst ihr? Von der Seite, wo ich komme. Muss man da auch drauf achten, oder ist es wirklich Wurst, wie rum die Leiche steht? Das würde mich echt auch mal interessieren. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Aber so wie wir jetzt gefahren sind, so könnten wir theoretisch mit dem anderen Zug dann auch fahren. Ich glaube, dieses Dreiergespann, was hier rechts steht, müssen wir dann noch nehmen. Bin mir aber nicht sicher. So. Okay, dann rollen wir hier ganz gemütlich in die Wartungshalle ein, sind auf dem richtigen Gleis. Es ist absolut ein Däumchen. Und dafür gibt es ein Däumchen. Ja, Leute, ohne Mist, wenn ihr, wenn euch das Let's Play gefällt, dann haut die Daumen raus. Ich bin wirklich so froh, ohne Mist, dass ihr das so gut annehmt. Ich weiß zwar immer noch nicht, für was beide Bremsen hier sind. So, jetzt wird der Druck aufgebaut. Das heißt, wir sollten anhalten. Ernsthaft jetzt? Na komm, jetzt gib mir doch die 3 Meter hier. Was ist denn das? Perfekt. Ach, jetzt verstehe ich es. Minimale Reduktion. Alles klar, das ist die... Okay, die rote ist immer die Dingsbremse hier. So, Zielvorgabe erfüllt. Das heißt, verbinden Sie den Schlauch und aktivieren den... Ach so, okay, wir müssen noch betanken. Das machen wir eben noch. Tankstutzen. Mein Schlauch ist wieder weg. Das hat nicht erreicht, nicht so weit. Da reicht nicht so weit. Ich krieg die Ratten. Ach so, ja. Hast natürlich recht. Auf jeden Fall ein Argument. Haben wir noch einen Tankstutzen? Ne, haben wir nicht. Da scheiße, wir müssen wieder ein Stückchen zurück. Och, Manu. Aus. Aus. Shit, falscher Gang. Bremse! Volle Leistung. So, volle Leistung heißt, wir stehen. Was mich mal interessieren wird, darf man so eine Lok wirklich betanken, während sie läuft? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Darf man das?
Okay. Tankstutz zahlt. Passt. Perfekt. So, hier drüben sehen wir, wie es rein. Aktivieren Sie den Tankvorgang. Das müssen wir noch machen. So, und jetzt sehen wir, wie es hier rein schwabbert. Haben wir irgendwo eine Anzeige? Eine Tankanzeige? Ist das eine Tankanzeige? Ja, dann würde ich sagen, dass wir mal ganz geschmeidig hier reinlaufen, nicht? Wir gehen hier ein paar Gallonen rein. Das wird ein Gallonen gemessen hier übrigens, ne? Oh, so viel war es dann doch nicht. Okay, dafür muss ich das aber erstmal hier hin machen. Und müsste vielleicht... Ne, das Rädchen ist wieder zu. So. In den Lokführersitz. Pass auf, jetzt sagt er, wir sollen zurückfahren. Wetten? Da geht's krachen. Was? Was von? Was? Gleis, was? Okay. An Ort anhalten, Gleis mit Arbeitsgrube. Das ist ja wohl nicht das Problem. Das heißt eigentlich nur, alles klar, ein Signal umstellen. Und zwar das hier und dann sollte das passen. So. Perfekt. Ein Wahnsinn, oder? Absoluter Wahnsinn. Auch die Folgenlänge ist der absolute Wahnsinn. Also jetzt mal ohne Mist. Also es ist echt krank. Also bloß was soll ich machen? Ich will euch das hier ohne Scheiß. Ich will euch das hier nicht in 15 Minuten Parts cutten und hier quasi an einzelnen Szenario, keine Ahnung, da 10 Folgen rausschneiden. Also das mache ich auf keinen Fall. Sehr gut. Okay. So, wir setzen zurück, Freunde. Passt das alles hier? Müssen wir noch irgendwas machen? Nö, hä? Passt alles. Gut. Wir setzen zurück aufs Gleis mit der Arbeitsgrube. Das heißt, dass wir auch unter der Lok arbeiten können. Interessant, dass wir die Wartung noch ausführen. Ich finde, es ist ein cooler Spielaspekt, also ein cooler Game-Aspekt auf jeden Fall, dass man hier das macht. Gerade wie das Betanken ist sehr, sehr cool, dass sowas eben auch geht. Und ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache, ne? So. So, wie viele Meter haben wir noch? 80 Meter. Das heißt, wir können hier schon mal leicht anbremsen. Aber ich sehe gar keine Arbeitsgrube jetzt mal ohne Mist. Ach so, wir sollten vielleicht den Regler auf 0 machen. Zu weit gefahren. Nein, jetzt macht er nicht. Oh, jetzt habe ich wieder. Ich wäre hier wahnsinnig. So, jetzt hält es aber bitte an, ja? So, jetzt aber. Lösen, lösen. Kurz ein bisschen Gimmi geben hier. Das gute Stück kommt nicht so schnell in Gang. Ach komm, wir haben da 17 Meter. Okay. Perfekt, oder? Ist doch nicht sein Ernst jetzt hier. Hallo, wer bist du denn? Okay.
Ausschalten. Bin gespannt. Auf neutral. Okay. Automatische Bremse auf volle Leistung. Wählen Sie eine Lokomotive aus. Das haben wir geschafft hier, Freunde. Die ist fertig. Super, die haben wir umgeparkt. Ja, hat auch nur 40 Minuten gedauert, ne? In diesem Sinne, vielen Dank. Achso, hier geht's runter. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann haben wir tatsächlich da hinten noch eine Lokomotive. Ist der Wahnsinn. Aber lasst das Däumchen da. Ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Ciao.